Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Brinkmann Klartext. Hallo, Herr Brinkmann. Hallo, Torge. Herr Brinkmann, zwei wichtige Themen sind noch immer noch Gesprächsthema in Deutschland. Die Haushaltskrise und damit verbunden Neuwahlen. Wird es Neuwahlen geben? Tja, wenn man das wüsste, dann wäre ich schlauer und wären wir alle schlauer. Heute am Nikolaustag jedenfalls kam die Nachricht. Und die war schon ein bisschen erschreckend für viele, nämlich die Ampel hat sich nicht einigen können letzte Nacht auf eine Lösung dieser Frage. Soll man die Schuldenbremse nun anwenden oder soll man es nicht? Soll man sie verändern oder soll man nicht? Soll man überhaupt daran drehen, damit man mehr Geld hat für Investitionen? Oder soll man sparen, wie es der Finanzminister sagt, damit wir nicht in eine Inflationsfalle laufen? Das hängt damit alles zusammen. So einfach ist es eben nicht. Und da hilft auch manchmal der Blick in dieses kleine Büchlein, das ich und Tolga natürlich auch, so viel ich weiß, immer bei sich tragen, nämlich das Grundgesetz. Und da steht es genau geregelt, was zu tun ist, wenn man eine Notlage ausrufen will. Und das geht natürlich nur, wie es im Grundgesetz steht. Ich darf mal vorlesen. Das ist der Artikel 115. Im Falle von Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen, die sich der Kontrolle des Staates entziehen und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigen, können diese Kreditobergrenzen aufgrund eines Beschlusses der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages überschritten werden. Da haben wir zwei Themen drin. Die Notlage haben wir drin, die muss erstmal vorliegen. Also Naturkatastrophen, alles das, was der Staat nicht beeinflussen kann, das bricht über uns herein, über Gottes Himmel und wer auch immer da mitgewirkt hat. Dann darf der Staat die Schuldengrenze nämlich aussetzen, nicht in Anspruch nehmen. Dann kann er das Geld ausgeben, was nötig ist, um die Notlage zu beseitigen. Jetzt ist ja die erste Frage. Tolga. Befinden wir uns aktuell in einer Notlage? Ja, haben wir denn überhaupt eine Notlage? Das ist ja der Punkt, darüber muss man lange diskutieren. Wir haben eine Naturkatastrophe im Ahrland gehabt, das ist jetzt 2 Jahre her, glaube ich, oder 3 Jahre. Und es gilt im Finanzrecht, es muss alles jährlich bezogen sein. Das ist aber jetzt schon Vergangenheit. Das heißt, eigentlich gilt es nämlich nicht. Darüber haben wir das letzte Mal gesprochen. Jetzt nehmen wir mal an, also es kommt eine neue Naturkatastrophe, jetzt zu viel Schnee oder irgend sowas. Dann gäbe es die Möglichkeit, die Schuldengrenze auszusetzen, aber dann auch nur für diesen Fall. Man darf das Geld nicht nehmen und sagen, oh, wer braucht noch was? Jeder hebt die Hände, alle brauchen was. Aber das geht auch nicht. Und Krieg haben wir in der Ukraine, der dauert aber auch schon seit dem 24. Februar vor 2 Jahren. Ja, wird es sich jähren. Also das ist auch nicht aktuell entstanden und auch nicht entstanden, weil es jetzt gerade sich geändert hat, sondern das ist auch schon älter. Also haben wir eine Notlage oder haben wir keine? Kann man sich also rückwirkend beziehen? Nee, kann man nicht. Weil die Jährlichkeit ist ein Prinzip. Man muss immer alles im Jahr abrechnen. Sie machen Ihre Steuererklärung wann? Immer einmal im Jahr und nicht alle 10 Jahre, wenn es Ihnen gefällt. Und so ist das im Haushaltsrecht auch. Das muss jährlich abgerendet werden. Man kann nicht sagen, oh, da haben wir doch eine Notlage gehabt vor 10 Jahren. Notlagen hatten wir immer schon. Da hat sich damalige Kanzlerin Angela Merkel in der Finanzkrise hat sich mit dem damaligen Finanzminister Pierre Steinbrück hingestellt und hat allen gesagt, allen Bürgern, euer Geld ist sicher. Konnte sie gar nicht wissen. Aber sie hat es einfach gesagt. Sie hat die Notlage nicht beschworen. Sie hat sie erst gar nicht aufkommen lassen. Nun kann man das hier auch sagen. Die Notlage im Ahrland ist vorbei. Da wissen wir, wie viele Milliarden wir brauchen. Brauchen wir keine Schuldenbremse. Ja, was brauchen wir noch? Krieg ist auch da. Wissen wir, so viel ein Panzer kostet so und so viel Milliarden, die wir an die Ukraine geben, tun wir schon. Also muss was Neues her. Man braucht eine neue Begründung. Man kann sich jetzt in der Nacht nicht einigen, weil zwei Prinzipien aufeinander knallen. Das eine Prinzip ist, geht mit dem Geld vorsichtig um. Mahnung an die Weimarer Zeit mit Superinflation. Hyperinflation, Brot kostete 10 Millionen, da brauchte man einen Koffer, um das Geld dorthin zu bringen zur Bank und dann kriegte man ein Laib Brot. Also,
Und die andere Seite sagen, aber ohne diese neuen Schulden können wir die Wirtschaft nicht in Gang bringen. Wir haben plötzlich ein Minuswachstum. Ja, sagt man, Deutschland war doch in der Exportweltmeister, hatte die größte Wirtschaftsnation der Welt oder eine der größten. Und nun wächst diese Wirtschaft nicht mehr. Was das bedeutet, ist ganz einfach. Können Sie sich von zu Hause aus machen. Wenn der Vater aus der Fabrik kommt und sagt, morgen muss ich nicht mehr kommen, weil wir haben nichts mehr zu produzieren, das ist Minuswachstum. Das heißt, die Leute kaufen die Produkte, die hergestellt werden in Deutschland, die kaufen sie nicht mehr. Minuswachstum. Das heißt, es fehlen Einnahmen des Staates, es fehlen Einnahmen zu Hause. Ja, und wenn ich jetzt den Spieß umdrehe, und das ist die eine Seite der Befürworter, die sagen, wir müssen die Schuldenbremse regulieren. Nein, sagen die anderen, wir müssen, weil wir Minuswachstum haben, genauso Geld in den Wirtschaftskreislauf pumpen. Das heißt, der Staat muss dafür sorgen, dass ich wieder Arbeit finde und wenn ich die nicht habe, entsprechenden Zuschuss über die Arbeitslosenversicherung kriege, damit ich wieder Brot kaufe und ein Auto kaufe und dergleichen mehr. Das heißt, das sind zwei Blöcke, die gegeneinander stehen. Die einen sagen, wir wollen keine Inflation und die anderen sagen, wir wollen endlich wieder mehr Wirtschaftswachstum. Sie sagen also, Herr Brinkmann, dass das Parlament sich uneinig ist. Hatten wir so eine Krise in der Geschichte? Ja, ständig solche Krisen in der Geschichte. Also solange ich mich erinnern kann, und das ist ja noch nicht so lange her, wir hatten eine große Krise 1973. 1973 war Yom Kippur-Krieg, wieder Nahost, so wie jetzt auch. Da kostete der Liter Benzin, wenn ich mich erinnern kann, 40 Pfennig. Cent, das wären jetzt 20 Cent, Euro Cent gewesen. 20 Euro Cent heute kostet Liter Benzin oder Diesel 1,20 Euro oder 90 oder 70. Jedenfalls verdammt viel mehr Geld als 73. Aber und dann sagten die arabischen Staaten, weil Israel den Krieg gewonnen hat, wir liefern jetzt kein Öl mehr an die Westen, an den Westen. So geschah es auch. Es floss kein Öl und dann wurde der Ölpreis erhöht von 20 Cent pro Barrel auf 30 Dollar pro Barrel. Das ist also enorm. Und dann haben wir alle gedacht, das ist die größte Krise, die überleben wir nicht, wir können kein Auto mehr fahren, die Wirtschaft läuft nicht. Da wurde ein Fahrverbot verhängt. Ja, da sind wir alle auf den Autobahnen spazieren gegangen. Gucken Sie mal in Google ein Foto rein, wie Mama und Papa mit dem kleinen Jungen da spazieren gehen, haben alle ihre Kinder genommen. Das war eine echte Krise. Wie ist man aus dieser Krise herausgekommen? Ja, Norwegen hat Öl, England hat Öl, Großbritannien. Das heißt, Europa hat viele Öllager, aber die zu explorieren, das Öl aus der Nordsee nach oben zu bringen, kostete pro Barrel ungefähr 30 bis 40 Dollar. Das lohnte sich bei einem Literpreis von 30 Cent nun überhaupt nicht. Aber plötzlich war der Barrelpreis angehoben worden von den OPEC-Staaten auf 30 Dollar und dann stieg er und erreichte fast 100 Dollar. Und auf einmal sagten die Norweger und Briten, das lohnt sich ja, wenn wir unser eigenes Öl fördern, da verdienen wir immer noch mal das Doppelte. Und so sind wir selber mit eigener Kraft aus dieser Krise gekommen, weil wir plötzlich eigene Lagerstelle fördern können. Und deswegen haben die Norweger und die Briten auch gar kein Interesse daran, dass der Ölpreis wieder sinkt. Eine Erklärung für heute, warum der Benzinpreis immer so hoch ist. Denn dann lohnt sich die Förderung von Norwegen nicht mehr. Die brauchen wir aber, weil wir das teure Öl aus Nahost nicht kaufen wollen und weil wir das billige Öl aus Russland nicht mehr kaufen dürfen. Und da hängt das wieder zusammen. Das heißt, da sind wir aus der Krise gekommen. Dann gab es die Finanzkrise. Banken krachten plötzlich. Lehman Brothers, einer der größten Banken, krachte zusammen. Und jetzt konnten sie ihr Sparnis nicht mehr abholen, weil das war nicht mehr da. Das war, wie man so sagt, verbrannt. Es war nicht verbrannt, sondern es war nichts mehr da. Weil die Schulden, die damit beglichen wurden, die haben das ganze Vermögen aufgezehrt, weil man sich verspekuliert hatte an der Börse. Ja, was hat man dann gemacht? Man hat europaweit mit allen Staaten verhandelt und Sicherungsfonds gebildet. Das heißt, wie zu Hause.
wenn kein Geld mehr da ist und es kommt wieder was rein, dann legt man was beiseite und schafft einen Fonds. Oder früher sagte man, man brachte es zur Sparkasse. So, und da blieb es liegen für Krisensituationen. Und so entstand der Spruch, den ich schon zitiert habe von der Kanzlerin Merkel, steht neben Pia Steinbrück, dem Finanzminister damals: Euer Geld ist sicher. Ja, nichts war sicher. Ja, heute zittern wir immer noch. Aber es wurden Mechanismen geschaffen, die verhindern sollten, dass das Geld wirklich wieder wertlos wird. Wertlos wie in der Weimarer Republik. Dazu gehört auch, dass man nicht zu viel Geld ausgibt für Sachen, die konsumtiv sind. Das heißt, wenn ich das Geld aufesse, sprich, ich kaufe Zigaretten, Brot, Schnaps, was man alles so konsumiert, deswegen sind das konsumtive Ausgaben, sondern man muss es beiseite legen, man muss langfristig Straßen dafür bauen. Unsere Straßen sind alle marode. Ja, kein Wunder, dass es uns so gut ging, weil wir das Geld, das wir hatten, nicht ausgegeben haben für solche Zwecke, investitive Zwecke, sondern lieber davon uns ein teures Auto gekauft haben. Ist aber auch wichtig für die deutsche Wirtschaft. Dann sind wir wieder in so einem Zwiespalt. Was hat Vorrang? Und da sagt man ganz einfach, alles hat Vorrang. Und in der Klemme sitzt die Regierung jetzt, in der Notlage. Was soll sie machen? Der Lindner von der FDP sagt, die Schuldenbremse bleibt, weil sie zur Sicherung des Wachstums beiträgt. Die, die die Schuldenbremse aufheben wollen, die Linken und die Grünen, die sagen, die muss aufgehoben werden, weil sie das Wachstum bremst, weil wir ja keine Kredite mehr aufnehmen wollen. So, und in der Klemme sitzen sie, und das erleben wir, haben wir nur heute erlebt, heute Nacht, sie werden sich nicht einig, aber sie müssen sich einigen, weil es nämlich sonst zum Krach der Ampel kommt. Und was kann das zu führen, Herr Brinkmann? Ja, wenn die FDP rausgeht, dann gibt es keine Mehrheit im Parlament mehr für die Ampel, dann kann man eine Minderheitsregierung bilden. Ja, die ist ganz selten, die mögen die Deutschen nicht. Minderheitsregierung heißt immer, man hat keine Mehrheit. Man weiß nicht, ob man das Gesetz jetzt durch das Parlament bringt oder nicht. Ja, oder man muss aufgeben. Und dann hebt der Kanzler die Hände und sagt, okay, ich habe es versucht, klappt nicht mehr. Lieber Bundespräsident, ja, lieber Fahrer, fahr mich jetzt mal zum Bundespräsidenten. Dann kommt der Scholz da an und sagt, lieber Herr Steinmeier, lieber Genosse, das geht nicht mehr, wir müssen Neuwahlen machen, sagt der Präsident. Nee, so einfach ist das nicht. Und da hilft wieder das kleine Büchlein, da ist es nämlich ganz genau geregelt. Er muss im Parlament erstmal das Vertrauen verlieren. Das heißt, er muss eine Vertrauensfrage stellen. Die heißt, habt ihr noch mich lieb, auf gut Deutsch gesagt, ja? Oder wollt ihr mich in die Wüste schicken? Und in der Situation könnten wir so kommen, wenn die sich nicht bald einigen. Und heute Nacht haben sie sich nicht geeinigt. Es hatten wir schon in der Geschichte Neuwahlen, Herr Doktor? Ja, wir haben die letzten Wahlen erzwungen, erzwungen von Kanzler Schröder. Der hat etwas gemacht, was nach dem Grundgesetz eigentlich nicht statthaft ist. Er hat die Vertrauensfrage bewusst gestellt, obwohl er wusste, dass er die Mehrheit verloren hat, ja, weil er den formalen Weg gehen wollte. Er hat die Vertrauensfrage dann verloren, gab Neuwahlen und die hat er dann auch verloren. Er hat aber gedacht, mit Neuwahlen denkt ja jeder, der sie macht, dass er sie gewinnt. Und dann zum mit dem neuen Kabinett weiter regieren kann. Dann hatten wir haben fünfmal insgesamt eine Vertrauensfrage verbunden mit Misstrauensvotum gehabt. Drei sind gescheitert, oder vier sind gescheitert, indem der Kanzler geblieben ist und erst bei Schröder durch die Wahlen abgewählt wurde. Aber nur einmal hat es geklappt, das war 1982, da war der Kanzler Helmut Schmidt, SPD. Und der hatte einen Finanzmann, der hieß von der FDP, jetzt komme gleich drauf. Und der hat einen Brief geschrieben, hat gesagt, Ihre Finanzpolitik, die wollen wir nicht mehr, wir wollen das anders, Sie geben zu viel Geld aus. Und das gleiche Theater, was wir jetzt im Grunde genommen haben. Und hat gesagt, hiermit trete ich aus. Der Kanzler Schmidt hat Herrn Lambsdorff entlassen.
So, und dann gab es Misstrauensvotum gegen Schmidt. Gegenkandidat war Kanzler, der noch nicht Kanzler Kohl. Der war es aber dann nach ein paar Stunden, weil dieses Misstrauensvotum ist aufgegangen. Das heißt, der Kanzler Schmidt war abgewählt, gestürzt, sagt man auf Deutsch. Das erste Mal, dass es ein konstruktives Misstrauensvotum gab, war 1972. Da hieß der Kandidat der CDU, der auch Kanzler werden wollte, der trat an gegen den SPD-Kanzler Willy Brandt. Und der CDU-Mann hieß Rainer Barzel. Und der hat 2 Stimmen zu wenig gekriegt. Und da hat man gerätselt und gerätselt, was das war. Und irgendwann kam es nach 1990, das Misstrauensvotum war 1972, nach 1990 kam es raus. 2 Stasi-Leute oder von der Stasi bezahlte Leute, Abgeordnete der CDU, haben gegen ihren eigenen Kandidaten gestimmt. Warum kam das 1990 erst raus? Ganz einfach, 1990 Wiedervereinigung, man kam an die Stasi-Akten und sehr schlaue Journalisten, Hochachtung, haben einfach so lange gewühlt in den Stasi-Akten, bis sie gefunden haben, dass es da Kontakte gab von 2 Leuten. Und die haben dann auch einer zumindest gestanden. Sie hätten 50.000 D-Mark, 25.000 Euro heute bekommen, damit sie gegen Barzel stimmten. Und diese 2 Stimmen fehlten Barzel, um Kanzler zu werden. Das war ein gescheitertes Misstrauensvotum. So, was passiert jetzt? Er könnte natürlich die Vertrauensfrage stellen. Er hat aber die Mehrheit noch im Parlament. Dann müssten die SPD gegen ihn stimmen. Ich wage mal zu bezweifeln, dass sie das tun. Und außerdem, wer soll denn der Gegenkandidat sein? Beim Misstrauensvotum geht es darum, dass die Gegenseite einen Kandidaten aufstellen muss. Also schickt der Präsident den Scholz zurück und sagt, hast du denn Gegenkandidaten? Sagt er wahrscheinlich, nee, noch nicht, aber der wird schon kommen. Der wird dann vielleicht Friedrich Merz heißen. Gehen wir mal davon aus, Friedrich Merz wird der Gegenkandidat. Glaubt denn irgendjemand im Ernst, dass die SPD Herrn Merz zum Kanzler mitwählt? Ich glaube, da gibt es keinen Sozi, der seine Stimme dafür hergibt. Dann fehlt aber dem Herrn Merz auch die erforderliche Mehrheit. Da kannst du nun drehen und wenden, wie du willst. Die Mehrheit ist nicht da. So, jetzt kannst du nur einen Kandidaten aufstellen, der nicht gewählt werden darf. Das ist eigentlich nach dem Grundgesetz nicht erlaubt. Das ist, hat der Schröder schon mal gemacht. Der sagt, ich stelle mich auf, ich sorge aber dafür, dass das Misstrauensvotum schief geht. Ja, und dann mache ich Neuwahlen und dann bin ich der große King. Ja, war nichts, hat er verloren. Herr Bregmann, fehlt es dem Land an politischen Führungspersönlichkeiten? Fehlen die jetzt? Also Persönlichkeiten sind wir alle. Ja, und jeder, der in die Politik geht, dem, das ist ein Amt, das nimmt dich aus deinem normalen Beruf raus. Das muss man immer erst mal sehen. Da geht jemand hin und sagt, ich will Bundestagsabgeordneter werden. Also so viel Geld, wie du da verdienst, verdienst du in vielen Berufen nicht, weil es so wenig ist. Hat aber Deutschland diese Führungspolitiker, die Deutschland aus dieser Krise herausbringen können? Ja, natürlich. Es gibt immer kluge Leute. Man geht ja in die Politik, um was zu bewegen. Man geht in die Politik, um Geld zu verdienen. Ja, und wenn Sie mal ganz normal nehmen, die Ideen bewegen sich um 10.000 Euro, dafür muss er bezahlen 2 Wohnungen. Nämlich an seinem Wohnort und in Bonn, muss er alles selber bezahlen. Da muss er die Fahrten bezahlen, da muss er 2 Büros unterhalten, hier in Bonn und an seinem Wohnort. Das kostet alles Geld und dann schmelzen diese 10.000 Euro ziemlich schnell zusammen für die eigentliche Parteiarbeit. Und ich habe mal als Schüler in meiner Schülerzeitung, die ich damals selbst gegründet habe, weil es so viel Spaß machte, da zu schreiben, habe ich gesagt, ein Abgeordneter muss mindestens im Monat 50.000 Mark verdienen, 25.000 Euro. Es muss der bestbezahlteste Job in dieser Republik werden. Warum? Weil es der schwierigste Job ist. Du machst für 80 Millionen machst du Gesetze. Ja, und die müssen geprüft werden. Da muss überlegt werden, ob es funktioniert. Es geht nicht alles immer so schief wie jetzt mit dem Geschäft, das zu Neuwahlen führte.
wo Herr Scholz, der Bundeskanzler, sagt, er kann sich nicht mehr erinnern, wo er da was getrickst hat, weil sie die 60 Milliarden laut Grundgesetz verboten genommen haben und in einen Topf geworfen haben. Das ist so, wie wenn ich zu Hause bei meinen Kindern, die einen Spartopf haben, das mal eben rausnehme und bei Mama in den Kosmetiktopf schiebe. Da sagt doch jeder, das kannst du nicht machen. In der großen Politik ist das auch so. Du kannst sie nicht einfach so von Topf zu Topf schieben. So, also wer in die Politik geht, der weiß, was er sich da auflässt. Die Arbeitsstundentag ist nicht 7,5, sondern es geht schon eher an 12 bis 14. Also das ist schon, und ich würde sagen, jeder, der sich aufstellen lässt und in den Wahlkampf zieht, den bezahlt er ja zum großen Teil aus eigener Tasche. Das kommt ja noch hinzu. Das sind alles Leute, die Verantwortung zeigen wollen. Ja, egal, in welcher Partei sie sind. Also da lasse ich nichts auf die kommen. Und ich sage, wir haben schon genug Leute. Gucken Sie sich da an, was in den Ländern plötzlich für junge Leute sind, die Ministerpräsidenten geworden sind in den letzten Jahren. Vorher hat sie gesagt, wer ist das? Wer ist Herr Rhein? Wer ist das denn? Rein und raus stand auf dem Plakat. Oder raus, rein muss rein, rein muss rein oder wie auch immer. Das heißt, die hast du vorher gar nicht gekannt. Aber das sind Leute, die Begeisterung haben und wo man sagt, die können das doch machen. Wieso muss denn bei uns jemand wie in Amerika der Präsident an die 80 gehen oder über 80 gehen, wenn er wieder kandidiert? Ich finde das ganz toll. Wir haben genug Leute. Zum Abschluss würde ich Sie gerne fragen, Kriege, Wirtschaftskrisen, Konflikte. Die Welt ist im Dauerstress und Deutschland mäht seinen eigenen Rasen. Kann sich Deutschland das leisten? Ja, das eine hat mit dem anderen ja nichts zu tun. Wir haben eine politische Krise, weil unsere Politik so ist, wie sie ist. Dank auch dieses Büchleins, wo das alles geregelt ist. Wir wollen Ordnung haben in den Finanzen. Ja, in den Staaten, wo es egal ist, da hast du Inflation, das kannst du überall verfolgen. Das heißt, wir sind ein Land, da gibt es eine geregelte Ordnung, da gibt es Gesetze, da gibt es dieses Gesetz. Das heißt nicht ohne Grundgesetz, auf dem alles basiert. Also jedes Problem ist hier beschrieben. Nicht, wie es gelöst wird, sondern wenn es das gibt, wer dafür zuständig ist, es zu lösen. Und insofern ist, ob es rund um uns herum Kriege toben oder nicht, wir halten uns trotzdem an das Grundgesetz. Auch das ist hier geregelt für den Verteidigungsfall. Das heißt nicht Krieg, sondern wir haben eine Verteidigungsarmee. Wir befinden uns dann im Verteidigungsfall. Ich hoffe nicht, dass das passiert, könnte passieren. Aber insofern ist die Frage, ob wir uns das leisten können oder nicht. Es wird uns ja aufgezwungen. Der Notfall, von dem jetzt die Regel ist, über den wir reden bei der Schuldenbremse, der ist ja nicht konstruiert, der ist plötzlich entstanden. So, und da kannst du nicht sagen, können wir uns das leisten oder nicht, sondern wie lösen wir das? Ja, Frau Merkel hat es in der Finanzkrise einfach gemacht, der hat den Leuten gesagt, oder in der Flüchtlingskrise hat sie dasselbe gesagt, sinngemäß, nur mit anderen Worten, wir schaffen das. Nee, wir schaffen das bis heute immer noch nicht. Aber den Mut zu vermitteln, das ist eine wesentliche Stärke der Politik. Wer das kann, Mut zu geben in einer schwierigen Situation. Ja, und das machen wir in der Demokratie. Und dafür haben wir dieses schöne Büchlein. Da kann ich nur immer sagen, ob wir es leisten können oder nicht. Das sind buchhalterische Fragen. Natürlich wollen wir uns das nicht leisten. Und wenn wir uns nichts leisten wollen, dann sollten wir es auch nicht können. Aber wir kommen da nicht raus. Die Welt ist anders. Die tobt um uns herum. Und wie der Krieg in der Ost ausgeht, reden wir vielleicht ein andermal. In Klartext. Das war's für heute. Klar gesprochen, klare Worte, Klartext. Danke. Dankeschön, Herr Brinkmann.